Oh. Und damit herzlich willkommen bei The Father Reboot. Ein Ben Drowned Fangame. Und wer Ben Drowned nicht kennt, ich verlinke eine Creepypasta. Play select a file. Dann machen wir mal File. Ah, okay. Wenn File 1 nicht geht, dann machen wir File 2. Father. Also Vater. Someone has invaded, also. Ihr wisst schon. Determined, also sehr bestimmt, haben sie gewirkt. Was sollen wir tun? Lass sie rein. Ja. Die werden failen. Und versagen. Das wäre die Übersetzung. Toll. Ja, da ist doch der Ben, oder? Er ist so ein Cursed Cartridge Creepypasta. Was ich so noch im Kopf hab. Und die Creepypasta gibt's ja schon ewig. Wie gesagt, ich hab's in der Beschreibung dann verlinkt. Hi. Das ist eigentlich jetzt schon eigentlich recht cool aufgebaut. Was ist das für ein Gesicht da hinten? Okay. Du willst uns helfen? Mach es nicht. Du verursachst nur mehr Schmerzen. Ja, dann helfe ich halt nicht. Geh ich halt. Sind wir jetzt in einem Dungeon gelandet? Ja, pretty much. Ich gebe zu, Majora's Mask habe ich nie wirklich lang gespielt. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt zum ersten Dungeon kam mit Majora's Mask. Weder N64 noch 3DS. Oh lol, ich kann sogar sprinten. Wieso sagt mir keiner, dass ich sprinten kann? Aber jetzt weiß ich's. Oder warte mal, nee, das ist kein Dungeon. Nee, Quark, das ist kein Dungeon. Müsste ich doch dann in die Stadt kommen, oder? Wieso ist da eine Hand? Kann ich wieder gehen? Ja, da geht's raus. Da war eine Hand gerade. Die Hand mag ich nicht. Bleibst du weg mit der Hand. Das müsste, glaube ich, in die Stadt führen. I think. Was war da eine Riesentruhe da, hey? Lol. Clock Town. Sieht hier schon ein bisschen strange. Ja, sieht doch alles. Ich wollte gerade sagen, normales. Oh, das ist. Der Mond hat nicht mehr lange, bis der eintaucht in die Erde. Ja, und im Majora's Mask spielst du ein Lied und dann wird die Zeit wieder zurückgesetzt. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich es nicht weit gespielt habe. Weil ich damals halt die Mechanik ein bisschen doof fand. Das war eigentlich so der Grund. Weiß es. Ich bin bei Spielen ungern unter Zeitdruck. Weiß nicht. War nicht so mein Fall, also ich werde es irgendwann wahrscheinlich mal spielen. Wahrscheinlich auch mal durchspielen. So, wo ist das Feuer weg gewesen? Was ist da? Ah ja, da. Wo stehst du? Hi. Hi! War es gut? War es schlecht? Ich geh da lang. Tschüss! Maskenhändler? Oder? Müsste sein, ne? Wie der Spieler gleich instinktiv sagt, da musst du hin. But no! Da ist schon wieder so einer da oben. Da oben! Da lügelt der runter. Da oben! Aber wie komme ich da hin? Ach lol, springen kann ich auch noch! Ich gehe erstmal zum Maskenhändler. Das erscheint mir sehr logisch. Ist hier jemand da? Hallo? Ibims, hätte gerne eine Maske. Lol, wie einfach keiner hier ist. Ja, da ist ein Bett. Das ist sehr nett. Geht's mal weiter? We have a mask! Maske haben wir. Sehr schön. Hä? Ach, das sind noch die ich... Dann kurz mal einfrieren, wenn sie schreien. Oder? Waren es die? Ja, das waren die. Was tust du? Ja, Maske einsammeln.
Weißt du nicht, zu was das führen könnte? Bitte, stopp einfach. Du wirst ihn erwachen. Erwachen. Du wirst ihn aufwecken. Wir kommen jetzt auf Erwachen. Ja, das ist ein liebreißendes Gesicht. LOL! Sind es die alle überall oder was? Was schwebt da oben? Oh! Hat da jemand die Farben invertiert? Ja, nein, das ist ja nicht mal mehr invertiert. Wo sollte ich jetzt am besten lang gehen? Der Mond ist, glaube ich, ein bisschen tiefer, oder täusche ich mich jetzt? Ich kann wahrscheinlich überall rein, wo ich will, oder was? Ja, nahezu überall. Schön, dass das Spiel mir immer sagt, wo ich lang gehen muss. Sehr schön. Aber es ist nett gemacht. I think... Pfui, sage ich dann nur. Aber I hear the music. Okay, da kann ich nicht weiter. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Anscheinend nicht. Da ist schon wieder Ben? Hi Ben, was machst du hier? Oh, ist es nicht sogar das klassische Ben Drowned Bild? Ist es nicht sogar das? Ich gebe zu, das Spiel ist ein bisschen spooky. Aber gut gemacht, gut gemacht. Gibt es so viele gute Ben Drowned Games? Ich habe mich da nie wirklich schlau gemacht. Wobei. Da? Oh lol, hallo! Wie geht's? Gut, reib mich. Da ist schon wieder dieses grinsende Gesicht. Ah, das ist die Corona-Maske. Dieses grinsende Gesicht. Schaut euch dieses grinsende Gesicht genau an. Ja, das ist die Goron-Maske. Und da ist die Kuh. Ich will die Kuh. Aber ich muss das hier nehmen. Jetzt haben wir zwei. Ah, es ist ekelhaft zu lachen. Vater. They're making their way. Also, sie machen sich auf den Weg. Ja. Zum Brunnen. Fountain ist auch Brunnen, ja. Machen Sie auf den Weg zum Brunnen. Ja, Vater. Welcher Brunnen? Ben hat versucht, sie zu stoppen, aber... hat nicht geklappt. Hm? Oh, lol, da ist Nummer 3. Zora-Maske? Ich glaube, das ist die Zora-Maske. I think. Ist aber echt ein cool gemachtes Ben Drowned Fangame. Ist richtig cool gemacht. Das wollte ich eigentlich schon vor einer Woche aufnehmen, aber keine Ahnung, warum ich dazu nicht kommen bin. Doink. Ich sehe doch was in der Ferne. Ist das schon wieder Ben? Ben? Das ist schon wieder Ben. Der verfolgt einen auf Schritt und Tritt. Oder ist es Ben? Oder? Nee, nicht sicher. Das ist doch nicht, oder? Doch, doch, aber die Augen sind anders. Nee, doch nicht. Ist er schon. Du gibst einfach nicht auf, oder? Nein, ich gebe nicht auf. Okay, ich habe eine Idee. Aber erwarte nicht, dass ich dich beschütze. Was war das? Was ist das für ein Gesicht? Ach, die Musik kenne ich. Ja, aber die ist halt rückwärts. Aber ich kenne die Musik. Oh, ist das ekelhaft. Pünktchen genau immer weiter auseinander. Ich denke nicht. Nein. Nein. Ich renne! Warte mal, da ist noch eine Maske.
Seltsam, Mask! Mask? Hä? Was ist jetzt von dem Spiel? Ja, ich habe 4 Masken. Pretty much, ich habe 4 Masken. Oh, lol. Habe ich jetzt durchgespielt? Und das Böse besiegt oder was weiß ich? Ja, boah, die... Ach, die 4. Maske war die Ben-Maske. Ah, okay. Ich glaube, wir haben gerade just in diesem Moment The Father Reboot durchgespielt. Ja, ich glaube, wir haben das Böse besiegt. Und was ich jetzt dazu noch sagen kann, ist, ich habe was gelesen, dass das Spiel 2 Enden hat. Und wir haben jetzt gerade, ich glaube, Ende Nummer 2 erreicht. Wenn du dich schnappen lässt anscheinend am Schluss, kriegst du noch ein anderes Ende. Danke dir. Das ist echt cool gemacht, das Fangame von Bandround. Verdammt gut gemacht. Okay, Spiel hat sich beendet. Das war The Father Reboot. Ein richtig, richtig geil gemachtes Bandround-Fangame. Und ja, ich sag's jetzt mittlerweile zum 3. Mal. Ich hab's verlinkt, wenn jemand Bandround, also die Creepypasta, nicht kennt. Gibt's irgendwie auch andere Bandround-Spiele, also auch so ähnlich gut? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und seht's im nächsten Video wieder. Macht's gut.